Auf dem Gelände der ehemaligen Windberg-Arena in Freital ist ein Technologiepark entstanden. In der Nähe des F1-Technologiezentrums wurden über 24.000 Quadratmeter Gewerbegrundstücke kleinteilig erschlossen. Damit sollen interessierten Unternehmen großzügige Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden. Am 24. Februar erfolgte die feierliche Einweihung. Es gab auch noch einen weiteren Grund zu feiern. Die Firma Meba Erler ist der erste neue Ansiedler auf diesem Areal. Dazu wurde ein symbolischer Spatenstich durchgeführt. Okay, Sie sind jetzt der Erste, der sich hier im neuen Technologiepark niederlässt. Welche Gründe gibt es dazu, aus der großen Stadt Dresden, aus der Metropole, hier nach Freital zu kommen? Ach, große Stadt würde ich ja nicht sagen. Ich bin gerade im Randgebiet jetzt mit drin. Es ist einfach schöner in Freital. Man hat mehr Ruhe, es ist immer noch zentral gelegen. Und bei mir ist es jetzt der Grund, ich habe hier mal gearbeitet. Also ich komme sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln, wo ich mal angefangen habe. Sie sind Freitaler? Ich bin Freitaler. Und was machen Sie oder stellen Sie mit Ihrer Firma her? Maschinenbau, wir machen hauptsächlich Reparaturen. Also es ist egal, eigentlich, was es jetzt ist. So kleinere Sachen, große Serien brauchen wir nie. Weil wir wollen schnell sein, wir wollen flexibel sein. Und genau das ist das, was funktioniert. Und ich denke schon, dass wir noch ein Gescheiter hier in Freital mit aufgehoben sind. Es wurde mir auch sehr einfach gemacht von der Stadt her. Wir hatten bei Anfangs Schwierigkeiten. Und dann lief das auch wirklich Hand in Hand. Also sehr, sehr kooperativ. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der jetzt sagt, ich versuche das immer im Gewerbezentrum hier unten im F2. Ich kann es nur empfehlen. Auch der Geschäftsführer vom TGF ist mit der Entwicklung in Freital sehr zufrieden. Na gut, mit der Beseitigung der Brachen, so wie es auch der Oberbürgermeister gesagt hat, haben wir jetzt die Chance, zeitgemäße Gewerbeflächen anzubieten, sowohl zur Vermietung im Technologiezentrum als auch hier kleinteilig erschlossene Grundstücke zur Firmenansiedlung. Und damit wollen wir natürlich auch für Freital eine neue Industriepolitik initiieren und weitere Firmen und Arbeitsplätze hier ansiedeln. Nun wurde ja heute im Zuge der Eröffnung auch schon der erste Spatenstich mit der ersten Ansiedlung gemacht. Gibt es weitere Interessenten? Ja, wir verhandeln gegenwärtig ganz konkrete mit konkreten weiteren Firmen und haben weitere Optionen, sodass wir in diesem Jahr sicherlich auch noch weitere Grundstücke veräußern werden und sodass wir denken, dass die Flächen, die gegenwärtig zur Verfügung stehen, zeitnah besetzt werden können oder umgesetzt werden können. Und ich hatte vorhin darauf hingewiesen, mit der Erweiterungsoption über diese Bahnflächen, dass wir auch in der Perspektive, so wie der Landrat das angedeutet hatte, dass man die Erweiterung auch der Unternehmen dann im Blick haben sollte, auch in der Perspektive, hier am Standort noch Möglichkeiten haben. Nun hat ja die Stadt noch ein weiteres Vorhaben, das F3. Wie ist da die Planung? Man hat ja drin Hinweisschilder gesehen, da schon als Kreativpark war das oder Kreativfabrik war es. Kreativfabrik, also mit dem Projekt sind wir ja unterwegs im Rahmen eines Bundes- und Landesforschungsprojektes zur niedrigschwelligen Sanierung solcher Industrieimmobilien für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Insbesondere natürlich bei so einem denkmalgeschützten Objekt, das ist eine der letzten großen Industrieimmobilien Freitals. Die ehemals 1850 als Samtfabrik gegründete, 1890 zur Lederfabrik gewordene Immobilie. Und hier gibt es verwaltungsintern noch Dinge zu regeln. Aber ich denke, dort ist die Chance, mit ca. 6.000 Quadratmeter Gewerbefläche weitere Angebote hier in Freital im Zentrum, wie es der Landrat auch betonte, anbieten zu können.